eingeschaltet hast. Und ich habe euch ja in einem der letzten Videos gefragt, auf was für Sounds ihr so gerne Bock habt. Und da haben sich ja der eine oder andere bei rausgetan. Und einer davon soll heute in Erfüllung gehen. Und zwar sind das ein paar Knistergeräusche. By the way, warum ich gesagt habe, keine Roleplays, ist ganz einfach. Da habe ich noch so um die 50 bis 60 Ideen. Und ich dachte mir, okay, das ist erstmal genug. Aber ich dachte mir, bei den Sounds kann man ja mal nochmal so ein Meinungsbild haben, was angesagt ist und was eher ja, weniger Leute interessiert oder triggert. Fangen wir an mit den Knistergeräuschen. Natürlich auch hier wieder keinerlei Werbung oder sowas, wenn ich irgendwelche Marken zeige. Fangen wir an mit dem ersten, was direkt ein doppeltes ist im Prinzip. Das zeige ich euch. Und zwar ist das hier so eine ganz normale Folie, wo noch unter anderem ein paar Verbände drin sind. So die lauten. Wenn ihr Bock habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare.
ist dann da Vanillezucker. Ja, Vanillezucker ist das. Kauft das jetzt, nicht Spaß. Interessant. Dabei muss man gar nicht viel machen, um starke Knistergeräusche zu erhalten. Gespannt, ob man das wirklich hört. Noch zu einem letzten Gegenstand. Und das ist so eine typische Soßenverpackung. Ich denke mal, die kennt man ja auch von Maggi, Knorr, was auch immer. Und auch die macht natürlich einen etwas anderen, aber auch einen Knister-Sound. Natürlich einen ganz anderen. Hört euch den an. Lass das eiskalt drin, jetzt ist egal. Auf jeden Fall der Sound und dagegen dann nochmal der verglichen.
das war es auch schon wieder mit dem heutigen Video. Mich würde natürlich mal interessieren, wie euch das Ganze gefallen hat. Schreibt mir gerne Vorschläge zu neuen Videos, Kritik, Lob oder was auch immer unten in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch da draußen noch einen schönen Morgen, Mittag oder auch Abend. Bis zum nächsten Mal.